Anfangs waren die ja sehr nützlich, aber so langsam kommen wir an die Grenzen. Beschwörkunst geht nicht über 29%. Okay, ich verliere Ausweichen, kriege aber die Skelettstufe dazu. Was haben wir hier? Maximum Skelette, Ausweichen dazu, keine Skelettstufe. Ah, Beschwörkunst. Ich verliere die Skelettstufe. Halt, warte. Okay, mit so einem könnte ich das tatsächlich. Das ist Regeneration. Ich habe doch hier gerade irgendwas mit Skelettstufe gehabt. Bin ich auf 6 Skelette? 6 Skelette brauche ich. Die guten 6 Skelette brauche ich gerade nicht. Schwörkunst. Ich hatte doch gerade einen Ring, der gut war. Ausweichen ist erhöht. Keine Skelettstufe. Ne, ich dachte, ich hätte einen Ring mit Skelettstufe. Ja, vergiss. Habe ich jetzt meinen Ausweichwert verloren? Ah, gut, vergessen. Ah, toll, die bleiben. Okay, ich mach mal nicht alles da oben weg. Das hier zum Beispiel würde ich glatt lassen. Also das hier machen wir weg. Und ich glaube, ich mache da mal ein bisschen Wiese hin. Gut. Regeneration von 0,6, ja. Irgendwie immer, wenn ich was eintausche, habe ich das Gefühl, mach ich mich schlechter. Was hast du hier? Ausweichen und Skelettstufe, aber keine Maximalskelette. Skelettstufe plus 1,08, das bringt mir aber tatsächlich wenig. Nein. Okay, Beschwörkunst. Genau. Beschwörkunst kriege ich dafür. Aber ich habe verliere dann trotzdem Skelettstufe. Den Ausweich, okay, ich will das nicht. Ich will nicht 2 Stufen runtergestuft werden. ...29 Skelettstufe ist zu wenig und aus. Ach, da bin ich. Gut, Vampire. Die kann ich problemlos platzieren. Ah, hallo Vampirella. Ach komm, pack mal die alle noch irgendwo hin. Mach den Vampir bitte zuerst weg. Oh, ist Mimik entstanden. Okay, Mimik ist nicht cool.
Da muss wieder ein Stück was hin. Die Wiese hat dann schon. Entweder die noch nie geblüht oder die hat aufgehört zu blühen. Langsam wird es auch kritisch mit meinem Leben. Was ist das da oben? Was ist mit dem Schwarm los? Hat er keinen Bock mehr? Gut, ein Lebenspunkt mehr pro Tag. Mag nicht nach 4 klingen, summiert sich aber auch. Da, hier, Bibliothek. Ich habe die Karte fast vollkommen gefüllt. Okay, ausweichen ist besser. Ich verliere keine Skelettstufe und maximal Skelette nur eins weniger. Warum kriege ich immer 10 Lebenspunkte? Ach, wegen den Nüssen, glaube ich. Wenn ich neu ausrüste, kriege ich Lebenspunkte, richtig. Ich hätte gern was Höheres als 29% zusätzlich zu beschwören. Ausweichen, Beschwörkunst, ne. Ich glaube, die haben das extra gecapped, dass du nicht irgendwann nur noch einzelne Gegenstände brauchst. Ah, von dem Metamorphose-Ding habe ich gar nicht so viel. Ich habe mehr die Kugel der Expansion. Gut, zerbrochen ist er. So, Dickicht kann ich noch mal. Da geht noch mehr Dickicht. Ich bin wirklich fast voll. Ja, da kann er gerade nicht mehr. Oh, zwei Geister. Ach, meine Güte, was ist denn hier los? Nein, der gefährliche Holzsplitter. Ausweichen. Skelettstufe. Schwörkunst. So, das haben wir auch schon. Jetzt brauche ich noch 5 Sachen, die ich außerhalb platzieren kann. Jetzt passt alles nicht mehr.
Oh, Level 15. Kommt trotzdem nicht über die 25, über die 29%. Das macht mich echt ein bisschen verrückt. Hallo, Folian. Wie viel Schaden macht ihr jetzt eigentlich? 100. Und ihr macht 190 schon. 33. Gemeinsam gewährt ein zusätzliches Objekt für jeden zu Beginn des Kampfes anwesenden Verbündeten außer Truhen. Oh, ist auch ein Mimik. Seht ihr das da auch? Jeder Angriff gegen einen Nachahmer ist ein kritischer Treffer. Okay. Oh, okay, Mimics greifen nur die Verbündeten primär an. Das ist ja praktisch. Also für Nekromanten ist das sehr praktisch. Ich überlege gerade, ob es gut ist, mehr Schlachtfelder zu platzieren. Ich glaube nicht, fast nicht. Na, hallo, meine Hübsche. Komisch, dass die Männer nicht magiebegabt sein können. Haben die eigentlich auch eine Seele? Nee, künstliches Leben. Ich will keine Schlachtfelder mehr platzieren. Ich habe Angst, dass irgendwann mal... Ist das ein künstliches Leben? Nee, er hat eine Seele. Die hat natürlich auch eine Seele. Ausweichen, Skelettstufe, Angriffstempo brauche ich sowieso nicht. Welchen Loop sind wir denn? 13. Gibt es auch irgendwie eine Errungenschaft für einen sehr hohen Loop? 20 oder so? Wenn ich mir das anschaue, ich bringe kaum Steine mit heim. Und Holz eigentlich auch nicht und Essen auch nicht so viel, wie es sein könnte. Macht bei den Folianten kaputt. Aber ich habe schon 8 von diesen Säckchen da gesammelt. Maximal Skelette und Ausweichen. Schade. Ein gutes Level für die Skelettstufe wäre super. Bin mal gespannt, was ich als nächste Fähigkeit bekommen kann. Beschwörkunst ist zwar gut, aber da will ich halt 2 Stufen oder eine Stufe. Bin ich halt auf 13. Ja, fast. Und mein Ausweichwert wäre auch weg. Tja, da hat sie wohl die Rübe runtergehauen, Skelett. Hundertachtzig von diesen Kugeln. Kann ich die überhaupt aufnehmen? Und was mache ich da mit diesen Kugeln? Wie mit diesen Büchern? Die Bücher, die haben für mich absolut keinen Wert letzten Endes. Die kann man immer schön sammeln. Das ist immer die Gefahr, wenn du... Wenn Spiele so... Du musst, wie soll ich das sagen, gerade wenn Spiele lange gehen, musst du darauf achten, dass auch wirklich alles auch im späteren Spielverlauf auch irgendeine Art von Sinn hat. Und wenn es nur so ist, dass du es verkaufst und dafür irgendwas Besseres kaufst. Aber irgendeinen Sinn müssen die Sachen vor allem noch haben. Ich hätte gerne ein zweites Buch. Gut, haben wir das nächste tolle Dorf.
Boah, 300 Schaden. Nach Ringe schon und hier 17 maximal Skelette und Beschwörkunst und Ausweichen. Jo, das ist deutlich angenehmer. Was haben wir hier? Ja, wahrscheinlich Beschwörkunst. Die Skelettstufe ist aber irgendwie bei den Ringen auch gekappt, habe ich das Gefühl. So, plus 11 plus Angriffstempo plus Regeneration. Keine Beschwörkunst ist nur wenig besser. Kriege ich eine Stufe mehr Skelett, aber das war es auch schon. Ich hätte gerne mehr Vampirschlösser. Ich will irgendwie nicht noch mehr von diesen Schlachtfeldern erschaffen, weil ich ein bisschen Schiss habe, dass ich irgendwann so wieder so eine Sphäre erschaffe, die ich vielleicht nicht rechtzeitig besiege und die mich killt. Ah ja, schlag ruhig das Blätter ein, die vertragen das schon. Eigentlich Schaden 124. Wieso kriegt er nicht 100? Wieso kriegt er nicht diese 127 Schaden? Weil es ist doch Magieschaden. Magieschaden ignoriert Rüstung. Aber anscheinend ja doch nicht. Ah, gut, Vergessenskarten. Gut, dann auf ihn. Das war das Vampirschloss. Und doch den Dickicht. Ich hätte gerne noch ein paar Vampirschlösser. Schwörkunst. Die Skelettstufe ist wieder gekappt. Nicht selber angreifen, das ist schlecht bei denen. Und greif nicht die an, greif das Buch an. Alle anderen greifen einfach nur die Kreaturen an. Wie Schaden machst du eigentlich? 103, auch du bist mittlerweile sehr heftig drauf. Bin ich? Da.
Okay, kriege ich wenigstens keinen auf den Deckel, wenn ich angreife im Nahkampf. Das hat bei diesen Bäumen schon den Nachteil. Aber ich brauche die Metamorphose und nicht die Handwerkskugeln, um diese Sachen zu machen. Das heißt, ich habe schon über 100 Metall und Schuhnägel. Ich vergesse aber auch immer, dass ich mich an diesen, da ich das ja so aufgebaut habe, dass ich mich ja permanent immer wieder heile. Wir hier rasieren. Ich meine, wir kassieren immer mal wieder zwischendrin, aber wir hauen die auch echt gut weg. Sagen wir hier, Skelettstufe plus 1. Aber dann verliere ich meine maximalen Skelette. Vielleicht muss ich doch gleich mal über meinen Schatten springen und sagen, ich mache doch noch mehr Schlachtfelder. Was soll's. Der wird mich nicht, schon nicht umbringen. Und wenn ich das jetzt hier setze, bin ich eigentlich voll. Errungenschaft freigeschaltet. So gut wie neu. Auf die hatte ich auch abgesehen, wenn ich ehrlich bin. Wie kriegt man, wenn man die ganze Welt quasi neu gebaut hat hier. Einmal die ganze Karte voll besitzt. Bitte ruhig, ich bin erschöpft, ja. Weiter geht's. Ich brauche Sauerstoff. Das passiert aber auch nur, wenn er angreift. Boah, was war das denn gerade für eine miese Nummer? Und wenn er beschwert, verliert er keine MG, ja. Keine Stamina. Oh, ich habe schon eine der Kugeln voll. Das heißt, ich kann beim nächsten Mal die Stadt holen, es sei denn, ich gehe drauf. Aber bisher sieht es eigentlich noch sehr gut aus. Welche Stufe haben wir? 14? Fast in der nächsten Stufe haben wir auf jeden Fall wieder eine mehr. Und nur wieder eins drüber. Lasst den Geist eines Geistes erstmal stehen. Kümmert euch um den anderen. Der Geist ist nicht weiter wild. Der ist eigentlich sogar noch eine Hilfe. Der macht zwar auch ein bisschen Schaden, aber im Grunde hilft der, weil der macht die anderen ja langsamer. Gut, vergessen. Da vergessen wir gleich mal ein paar von den Schlachtfeldern. Wie viel hält denn das Scheißvieh aus? Nur 200, aber... Wieso machen wir so wenig Schaden auf die?
Okay, den Polianten kriegen wir auch noch hin. Wurde der Foliant gerade besessen? Ja, okay, ist wirklich gar nicht so abwegig. Komm, schlag ihm die Seiten raus. Ey, die Aufnahme geht viel, viel länger als ich wollte. Ich wollte bis um 4 aufnehmen, ist es schon ab 6. Komischerweise klappt es immer beim dritten Mal so richtig. Das war der Foliant. Gut, danke. So. Haben wir auch einen 70 magische Stücke? Ja, tatsächlich. Oh, wie gemein, Mimik. Maximal Skelette. Ausweichen, aber keine Skelettstufe. Ne. Ich finde es gut, dass sie nicht standardmäßig die Mimics angreifen. Der Nekromant fährt eigentlich besser, wenn er wirklich nicht zuschlägt. Schade, dass man das nicht sagen kann, weil das erschöpft ihn halt. Und dann kann es sein, dass er dann nicht die Energie hat, die er bräuchte. Plus 2. Okay, es ist genau das gleiche. Wenn da jetzt noch was dabei wäre wie plus 1 Skelett, wäre es perfekt. Madame ist gefressen worden und bemerkt Rückhalt, darauf der Bonus kommt. Mit dem magischen TP, Grenzen des Unmöglichen, ist eigentlich nett. Das hilft mir auf jeden Fall auch langfristig. Das sind beides gute Sachen. Jetzt brauche ich 17.000 Erfahrungspunkte. Also bis man da wirklich das ausgereizt hat. Ich glaube, da könnte ein bisschen Zeit vergehen.